Frau Damen und Herren, Staatsoper und Chor, kommt bitte zügig in die Unterbühne. Wir wollen den Auftritt probieren. Ich gebe zu, mir war nicht bewusst, wie wichtig der Job des Inspizienten am Theater ist. Bei ihm laufen alle Fäden zusammen. Er steuert alle Abläufe der komplexen Theatermaschinerie mit ihren vielen Mitwirkenden. Martin, wir unterbrechen, ja? Harald? Ja, sollen wir unterbrechen? Ja. Okay, wir müssen bitte unterbrechen. Zu kurz unterbrechen, bitte. Entschuldigung. Und wenn's mal klemmt, muss er nach dem Rechten sehen. Frustrierend für alle, wenn man so aus dem Fluss gerissen wird. Harald Lüders muss jetzt so schnell wie möglich herausfinden, wie das Problem zu lösen ist. Abstimmung mit Regie und Technik. Ich begleite einstweilen die zweite Inspizientin Elisabeth Esser auf ihrem Weg zur Unterbühne. Für den Auftritt des Chores und einer Solistin muss sie alle Darsteller auf der Plattform eines großen Bühnenaufzugs versammeln. Elisabeth ist für die Sicherheit aller Mitwirkenden verantwortlich. Gibt's heute irgendwas bei dieser Generalprobe, wo ihr sagt, da müsst ihr besonderes Augenmerk drauf legen? Ja, die gefährlichen Sachen natürlich. Also sprich, wir fahren ja ein Podium, das fährt runter und da steigen unten dann Chorsänger ein. Da sind 16 Chorsänger, eine Solistin, da ist Ellie unten mit dabei. Die muss gucken, dass alle da sind. Und dann fährt das Podium hoch. Also das ist natürlich 4,50 Meter tief und da kann alles Mögliche passieren. Es gibt zwar Schutzvorrichtungen, sodass Geländer da sind auch, dass keiner in dieses Loch von oben reinfallen kann, was da entsteht. Das kann natürlich gefährlich werden. Die Inspizientin ist schon auf dem Weg zur nächsten Szene. Ihre Augen und Ohren müssen überall sein. Wie teilt ihr euch denn heute die Arbeit auf, ihr beiden? Also die Arbeit wird immer gleich aufgeteilt. Also einmal, was jeder zu tun hat, weiß jeder ganz genau. Und das wird auch immer wieder so abgerufen. Also wir wollen ja immer wieder das Gleiche reproduzieren können. In dem Fall ist es so, ich bin für diese Produktion der Hauptinspizient. Mhm. Im Grunde laufen die Fäden hier bei mir zusammen. Mhm. Und Ellie ist jetzt als zweite Inspizientin da. Ich kümmere mich eigentlich hauptsächlich um die Menschen auf der Bühne. Also hier gibt es die ganzen technischen Ansagen, die Einrufe. Und ich bin sozusagen, ich schaue, dass die Leute da sind, dass niemand fehlt. Wie man in diesem organisierten Chaos den Überblick behalten kann, ist für mich schwer vorstellbar. Wie ist das mit dem Einruf jetzt? Das ist natürlich jetzt schwierig zu sagen. Super schwer. Also ich wollte auch aus dem Ensemble kommen immer wieder Rückfragen. Den Ablauf des ganzen Abends tragen die Inspizienten detailliert in eine Partitur ein. Du liest quasi das ganze Stück musikalisch mit. Ey, aber dann ist dieses Buch ja mega wertvoll, oder? Weil wenn das verloren geht... Dann ist schlecht. Aber man sollte es auch grob auswendig können. Ach, come on, du kannst doch nicht das auswendig dann. Sollte man. Und manchmal macht der Job auch richtig Spaß. Für den vierten Akt wird auf der Bühne ein Becken mit 3000 Liter Wasser geflutet. Und Elisabeth choreografiert live einen tollen Welleneffekt. Der reflektiert das Licht und liefert einen magischen Bühnenhintergrund. Und Welle. Das möchte ich auch mal probieren. Wie muss ich es machen? Du gibst praktisch eine Achtung, damit sich derjenige vorbereiten kann. Aha. Und dann sagst du, wenn es losgeht. Ein bisschen Bühnenzauber an der Berliner Staatsoper.